Zack. Leider keine Skills. You stride past the chain sorcerers and climb onto the caravan without complaint. He offers only a leery stare of disinterest in return, before shoving the. After all, don't they know they're going? Auch kein Skill. Ich speichere nochmal. Zack. Lecker, lecker, das Essen. Was the prettiest girl, not to others, but to you. Her luminous eyes shone brighter than the moon. Schön. Und weg damit. Gut, dann bringe ich ihm. Ja, wobei. Ich werde es sowieso vergessen. Ich kann das Ding in eine Truhe, quasi in mein Dinges reintun. Da weiß ich für später, da ist ein Skill drin. So mache ich das am besten, genau. Weil ich es echt nicht unbedingt brauche, weil ich sowieso keinen Platz dafür habe. Und noch andere Skills dazukommen werden im Verlauf des Spiels, die ich eher nutze natürlich. Aber an sich ist es schon ein guter Skill für einen Nahkämpfer, weil man einfach dadurch die Distanz wieder zu anderen Leuten dann aufbricht. Hat schon was. Nach zwei Hand. So sehen sie nicht verkehrt. Ich meine, der Skill wird nicht empfohlen von dem Typen, den ich konsumiert habe. Für meine ganzen Guides und so weiter. Aber ich persönlich finde ihn gut, weil er hat Umwerfen und eben das Annähern an Gegner. Also eigentlich ganz kein netter Skill. Macht halt nicht viel Schaden, das sehe ich ein, aber abgesehen davon, praktisch eigentlich. Taktisch gesehen. Hast du die alle umgebracht, oder wieso? Lass, I know you're all afraid. In times like these, I don't blame you. But I ain't out to hurt you. Now, why don't you take a few breaths and tell me what happened? Genau, genau. She slumps, all bravado draining from her. No, no. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? Ich denke schon. Voidwalken, you mean? Poor thing. No wonder you were scared. I'd be scared too. Ja. Those. Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the magisters. The dwarves. Dead. 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 And the sorcerers. Sorcerers. Gone. Ja, kommt vor dann. Her eyes stare vacant. I don't know. I don't know. Oh, Duna's beard. Lohar. My boss, Lohar, will want to know what happened to them. But I can't remember. Meine Güte, ist sie hysterisch. Lohar, eh? Where will I find this boss of yours? Oh, well, you'll find him in Effie's Emporium, beneath the Black Bull. He's a fine man. A little gruff, yeah. But he's the only one in Driftwood wanting to help and not hurt. Klickt an einem ganz schön fiesen Ort, wenn man das so sagt. She looks up at B. I... Oh, Seven Sympathy. I saw those things dragging the sorcerers along the cliffs towards the Wrecker's Caves. I... No. No more. It's gone. Okay. She flinches at the slug. Na, immerhin ein bisschen was kam bei rum. Ein, zwei neue Orte wahrscheinlich auf der Karte. Oder auch gar kein neuer Ort vielleicht. Je nachdem. Kann ja auch sein, wer weiß. Guck mal, ich habe jetzt gerade, ich habe hier einen Wegpunkt, also brauche ich eigentlich gar nicht die Pyramide. Und die ist, glaube ich, auch nicht mehr funktionstauglich. Ich probiere es mal aus, aus Spaß an der Freude. Ach, Tatsache! Ach, guck einer an, ich kann sogar verschiedene auswählen. Muss offenbar Bus in einem anderen Gebiet sein. Cool, geht also doch. Mein quasi persönlicher Wegpunkt, tragbarer Wegpunkt, den ich platzieren kann, wo ich möchte. Ist eigentlich nicht verkehrt, sowas, finde ich cool. Aber wo ist jetzt die Olle hin, die hier gewesen ist? Das war auf jeden Fall nicht die. Das war ja eine größere Figur, also eher was Menschliches als was Zwergisches. Nicht zu sehen. Bedauerlich. Und ich wollte ja auch eigentlich gegen diese große Kreatur kämpfen da. Dieses asselähnliche Insektenvieh. Aber nein, da kamen die Maden wieder an. Die zwar keine Herausforderung sind, auch XP geben, aber trotzdem wollte ich die großen Dingens aber kaputt machen. Ich würde auch sehr gerne irgendwie eine Endloswelle an Gegnern besiegen können, in dieser Art und Weise. Für ein bisschen XP. Weil ich weiß, man braucht viel XP in dem Spiel, wenn man auch nur wenig Level hat. Und ich habe ja inzwischen gemerkt, wenn man weiß wie, kriegt man einiges an Leveln raus. Aus dem allerersten Akt bereits. Oder einiges an XP, was man sonst nicht bekommt. Und das heißt wiederum, weil ich jetzt ja komplett unwissend in diesen Akt reingeht, alles drumherum, werde ich garantiert einiges an XP übersehen oder nicht so viel bekommen, wie es möglich wäre. Und entsprechend natürlich dann auf lange Sicht nicht den hohen Level haben, den ich haben könnte. Und da Level hat er begrenzt in XP auch, ist das schon doof.
Daher wäre so eine Option eigentlich zum Grinden sehr geil. Aber es wird es auf keinen Fall geben in dem Spiel. Das ist dafür nicht gemacht. Das ist, sieht aber nicht danach aus. Hallo! A scruffy kid bounds up and stands before you. Hands on. You Ben Mez. Bejahen, benein. Ich bin Soldat. Immer das hier. Yep, that's just what he said you'd say, Ifan. Hehe. Righto, got a message for you. Chap called Baron Laveri wants to see you. Black Bull Tavern, first floor. Schmieder schwarze Ochse. The kid shoves his hands in his pockets and rambles off, whistling an off-key tune. Gott. Das haben wir auch für ihn eine Quest. Tolle Sache. Geht ab hier langsam. Milchfass. Oh ne, 20, vergiss es. Viel zu schwer. Viel zu wenig wert für das Gewicht. Back, 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 back. Ich kann mit ihnen reden, stimmt ja, warte kurz. Ey, du Huhn. Yes. Yes, you look just the type. Egg thief. Nein. I kleine Tiff, das ist doch ein Schüßernhame. Tell that to Big Marge, if you dare. Ja, klar traue ich mich. Der Bus Hühner. Was ist los mit dir? Die kleine Loretta. Baby Eggie gone for good. Ist das geil, wie die reden. Richtig schön gegackert. Okay. Marjorie. Ach, sorry, ich wollte dich nicht. Ich wollte ein anderes. Sieht alle gleich aus. Das ist keine Beleidigung. Das ist tatsächlich so. Oh. Tja, der ist wohl zu dumm zum Reden. Borg, Borg? So geil. Flattermann. Did you hear? The eggs are gone. Gone for good. Ja. No one to keep them warm. No one to keep them safe. Ach, die armen Hühner. Zum Glück habe ich jetzt eine Nebenquest für die Hühner. Also, auch durch das mit Tiere sprechen können Talent, kann man, glaube ich, aber XP kriegen, die man sonst nicht bekommen würde. Nur mal so als Randinformation. Not my eggs, our eggs. All the family, all the eggs, every last one. Big Marge, sir. Okay, wo ist denn diese dicke Marsch? Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Ich liebe diese Tiere-Sprechgeschichte. Das ist einfach nur herrlich. Wo ist denn Big Marsch? Hier ist überhaupt niemand. Keiner will, wenn wir halt faute Eier haben. Was soll denn das? Nee, es ist wahrscheinlich kein Huhn dann sogar. Oder wie, oder was? Ich speichere nochmal, weil ich kann. Oh, Magistermann. Zwei Stück. Drei Stück, vier Stück. Uah. Gibt's einen Kampf? Get yourself in check, boy. I won't have you running off like Milson. Ich könnte handeln, bevor ich mit ihm kämpfe. Sliding down some Void Vulcan's gross gullet, piece by piece. Mhm. The older looking Magister noticed. Halt! What word do you bring? His face goes pale and his eyes open wide. Void Vulcan come. Hush, Vader. You may pass, traveler. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know what you've seen. Okay. Also offenbar sind sie mir nicht feindlich gesonnen außerhalb von Fort Joy, da sie wohl nicht sofort erkennen, dass ich ein Sorcerer, also ein Quellenmagier und kein Sorcerer, ein Zauberer bin. Ich sehe gerade, hier sind 5 grüne Punkte, gelbe Punkte, wieso? Be quick, mind. He set he nods his head in the Moment. Hab ich einen übersehen? Ach da! Ach Mensch! Voll gut getarnt hier. Das dicke Ding. Voll gut. Dogman! Das ist so geil. Bakak! Ich hab das, glaube ich, schon gesehen, das Vieh. Das kommt mir sehr bekannt vor. If I showed you, you could bring them back. You could bring them back. Back, 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 back. Back, show me your map. Back, map. Aber auch voll geil, dass die Tiere auf meine Karte lesen können. Richtig gut. Und das Ei hinhalten? Welches Ei? In a flurry of feathers, she leaps up and picks a small hole. Die Karte, da stehen müssen, wa? That's where they are. I went after my babies. I saw where they went. But they've changed.
Das ist so geil. Verlorene Eier, da oben. Glaub, die Quest mache ich direkt, weil das ist einfach lustig. Irgendwie. Und auch traurig. Das sind ja Babyhühner. Muss ja nicht sein, dass sie jetzt gefressen werden oder keine Ahnung was. Stiller Beobachter. Oha. Moment, das war nicht der Meister. Doch! Das ist der Meister. Tja, krass. Wurde geschnappt, wie es aussieht. Ist doch der gleiche, oder? Speichern. Ob ich da einmische. Oh. Die sehen nicht so gut aus. Sehen gar nicht so gut aus. Ich habe gar nicht zugehört. Was hat er gesagt? Irgendwas mit Chance, irgendwas mit Behind them. Egal. Ja, aber erstmal, die haben die magische Rüstung? Nee. Wäre also sinnig jetzt, Magie mit Wasser zu zaubern. So. Zack. Und dann einmal bitte diesen natürlich, ist ganz klar. Holen wir uns doch mal das Mega-Vieh. Verfluchtes Wasser, oh. Ich hätte gerne normales Wasser, bitte. Die Frage ist, ob das jetzt trotzdem das gleiche hat wie das andere auch. Wenn ich jetzt. Ich hilft ja nichts. Ist jetzt alles voll. Wasser durchdrehen. Ich glaube, es hat also keinen Unterschied, ob ich jetzt so Skill weiß und keine Ahnung was. Könnte jetzt natürlich unter Umständen andere Effekte auslösen. Das sind die, die halt da standen gerade. Das war doch eben noch nicht verflucht, das Wasser hier, weil gar keins da war. Also muss der Boden sich verflucht gewesen sein. Freche Sache. So, ja, kann auch heilen, alles gut. Was das angeht, also keine Änderung. Wirbel. Ah, hätte mir in die Mitte machen müssen. Verdammt. Hätte einfach alle treffen können damit. Vor allem alle fast umbringen können damit. Macht ja ordentlich Schaden. Sturmbock. Ich guck, was ist jetzt dran von euch? Na? Der da. Ach, der wäre jetzt tot. Aber die greifen gar nicht an, die Eier. Ich muss sie töten, bevor sie... Ich weiß es nicht. Möglicherweise töten, bevor sie schlüpfen können, würde ich behaupten, ne? Und... Extra Bewegungspunkte, Dankeschön. Wow! Kommt die Mama. Das ist nicht so schlimm. Ich kümmere mich jetzt um die Eier drumherum. Wie gesagt, möglicherweise heißt das dann einfach, dass die danach geborgen werden können, wenn ich sie jetzt rechtzeitig noch kaputt haue. Wobei es nicht danach aussieht, wenn ich drüber nachdenke. Plopp. So. Mal auf deinen Schädel raufkloppen. Macht gut Schaden, das Ding auszunocken. Ist auch super. Plopp. Da liegt es auf dem Boden. Geht! Geh weg! Sonst trete ich auf dich drauf, das kannst du wissen. Oh, was? Trotz Niederschlag kann er gleich wieder weitermachen? Dankeschön. Finde ich ja faszinierend, dass das geht. Bisschen frech finde ich es auch. Zack. Wasser. Pfeffer. Nein, da ist er geschlüpft. Verdammt, das habe ich gemeint. Siehst du ja offenbar recht. Ich kann ja offenbar zumindest... Ah, sieht auch kaputt aus. Ich glaube nicht, dass ich da was retten kann, wenn ich jetzt nochmal das genau sehe. Ist ja bedauerlich. Boah, krass. Einem einzigen Angriff. Hingerichtet. Wahnsinn. So. Ich habe jetzt nur Angst, dass die Quest kaputt ist. Da oben ist jetzt ein neuer. Unbeflecktes Ei. Ah, alles klar. Also, jetzt sind alle doch... Die Eier hier sind hops, da kann man nichts mehr machen, aber ich kann da oben noch ein schönes Ei kriegen. Und das zurückbringen, das ist doch gut. Na, Kledi-Klack. Komm trotzdem mal ran. Ist immer noch Distanzüberwindung, insofern. Nicht verkehrt. Da, voll um. Ist eigentlich echt ein recht guter Skill, kann man nichts gegen sagen. Also, kann man offenbar schon, aber ich find's einfach nicht. Was gerechtfertigt ist.